Was ist das? Eine Kurbel mit Blut. Aber ich brauche ja noch eine Kurbel für den Zug da oben. Will ich mal dort wieder hingehen und das mal gleich ausprobieren. Ja, meine Orientierung ist echt... Ah, alles klar. Alles klar. Er hat nämlich auch so eine Erscheinung. Ja, ich bin ganz ehrlich, so ganz verstehen tue ich das hier noch nicht. Aber das macht ja wahrscheinlich auch den Reiz aus, zu entdecken oder zu erforschen, was man überhaupt machen muss. Eine narrative Erfahrung wurde ja am Anfang des Spiels gesagt. Oh, da passt sie. Kurbel drehen. Dann machen wir das mal. Sie läuft. Und sie bewegt sich. So, mal hinten gucken. Dabei. Dass ich irgendwie gegenfahre. Und ein bisschen, versuchen wir ein bisschen langsamer zu fahren. Um zu wissen. Da hinten hört sie irgendwann auf. Hier vorne kommen jetzt gleich die abgetrennten Beine. Bis ganz, oh, was war das? Da läuft es mir eiskalt über den Rücken runter. Und dann plötzlich ich von so einem Geräusch überrascht werde. Und ist nicht da denn. Benzin, Diesel. Ist das jetzt vom Zug gefallen? Oh. Ah. Also der Ausschnitt ist definitiv größer geworden. Also ich meine, dass es eben um einiges kleiner war. Wahrscheinlich, oder was sein könnte, ist, dass ich dadurch, dass ich diesen Zug jetzt bewegt habe, an diese Stelle, irgendwas damit ausgelöst habe. Hier war das mit dem Stein. Aber da hatte ich ja auch irgendwie keinen weiteren Hinweis, was ich jetzt machen muss. Ich suche hier nochmal ein bisschen die Gegend ab. Getrennte Beine. Sieht aber auch übel aus.
Die hat sich dann da hinten wohl noch hingeschliffen. Oder ist dort hingeschliffen worden. Nicht genau sagen. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie erkennen, was wohl noch fehlt. Was ist das? Ein Stein. Ah. Gut, das könnte ja jetzt der Stein sein, der hier vorne fehlt. Fixieren. Tatsächlich. Dann gehe ich jetzt mal wieder zu unserem Kollegen zurück. Zu dem größeren Teil von unserem Kollegen. Mal gucken, ob das jetzt wirklich etwas ausgelöst hat. Boah. In der Tat. Wahnsinn. Also ich kann anscheinend Erscheinungen erkennen oder auslösen. Was passiert jetzt? Ihn erschlagen mit der Kurbel, deswegen ist an der Kurbel vielleicht auch Blut. Draußen regnet es immer noch wie in Strömen. Was ist hier genau passiert? Gefesselt. Ich schätze jetzt mal einfach, dass es sich bei dem Jungen um Ethan handelt. Und hat er denn vielleicht versucht zu helfen und ich kann das jetzt noch nicht ganz nachvollziehen. Jetzt muss ich. Oh mein Gott. Ich muss jetzt quasi den Tatablauf herstellen, denke ich. Würde ich mal sagen. Das hier ist die Nummer 1. Was hat der Mann damit zu tun, dessen Beine getrennt sind?
Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Okay, anscheinend ist das nicht die richtige Chronologie. Tausche ich die hier mal. Versuch's nochmal. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Travis, tell me where Ethan is. Scheiße. Ist anscheinend immer noch nicht richtig. Jetzt auch ein bisschen verzwackt. Also hier ist Ethan scheinbar auch mit dabei. Es muss ja vorher irgendwas passiert sein. Aber was hat denn der Stein damit überhaupt zu tun? Ich versuch's einfach mal. Ich habe gerade auch gesehen, ich kann die Szene auch weiter drücken. We can destroy it. Gail, dann nimmt er den Stein. Honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man, you need to go home. Oh. Er wollte also Ethan töten. Oh mein Gott. Dann hat er sich noch bis da hinten hingerobbt. Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Jetzt denke ich mal, er schlägt er ihn mit dem. Travis, close your eyes. Ah. Zack. Und nochmal. Krass. Auf jeden Fall eine gute Idee. So alles. Wie man zu diesem Weg hinkommt, den findet. Was ist jetzt? Mal hin. Mal schauen. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no! I can't let you do that. Jetzt bin ich anscheinend wieder zurück. I turned Ethan's family against him. The grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Also irgendwas habe ich ja wohl, oder hat dieser Ethan wohl ausgelöst.
denke, ich habe hier dann auch alles. Vermute ich jetzt mal einfach ganz stark. Will ich mal weiterschauen. Um dem Geheimnis auf der Spur zu kommen. Auf die Spur. Entschuldigung. Vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas. Das ist echt wunderschöne Grafik. Ich kann es immer nur wiederholen. Also, ich finde, das sieht echt sehr, sehr gut aus. Es macht Spaß, sich hier zu bewegen. Da kann ich da reingucken. Schön gestaltete Landschaft. Und das Spiel ist von, oder ist ein Indie-Game von einem kleinen Entwickler. Also Hut ab. Was ist da? Bahnhof. Eine Uhr, Bank, 507, hier 7. Ist ungleichmäßig stehen geblieben. Ist wahrscheinlich auch nichts, was oft vorkommt. Wird ja wahrscheinlich von ein und derselben Batterie betrieben, gehe ich mal aus. Oder wurde betrieben. Steht ja nicht mehr. Aber ich bin immer noch baff eben, wo plötzlich das Raumschiff vor mir aufgetaucht ist oder die Raumkapsel. Us. No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Dark things grow. Oh. Und wir mittendrin. So, da hinten scheint ein Ort zu sein. Zumindest stehen dort mehrere Häuser. Kann ich hier noch abseits des Weges irgendetwas entdecken? Eine schöne Musikuntermalung, definitiv. So. Alles sehr, sehr stimmig. Aber das gehört ja zu einem guten Spiel dazu. Ein Bahnübergang. Ein Gebäude. Da werde ich gleich mal hingehen, erstmal gucken, was hier noch ist. Ich vermute mal einfach ganz stark, dass ich hier gleich nicht weiter kann. Das Spiel gibt einem zwar wohl ein bisschen dieses Open-World-Gefühl, aber
wird ja nicht komplett freiläufig sein. Nein, hier ist Feierabend. Bilde ich mir das nur ein oder wird das auch dunkler? Oh wow. Wow. Ein Damm. Boah, das sieht fantastisch aus. Fantastisch. Lauf mal jetzt ein bisschen. Also ich könnte mir wirklich immer und immer wieder die Landschaft begutachten. Das habe ich aber auch schon. Seen every version of people hurting each other, hurting themselves. We blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Das habe ich auch schon bei anderen Spielen, diese Eigenart. Also ich habe auch schon unzählige Screenshots bei GTA gemacht. GTA 5. Ich meine, gute Grafik ist nicht alles, aber sie macht schon wahnsinnig was aus. Kriege ich natürlich auch viel zur Atmosphäre bei.